I'm your herald for this afternoon, and I have the pleasure and honor to introduce deine eigene Technik und trage sie dann auch am Körper. Eure Übersetzer sind Jörn und Flo. Und her name is Plusea. Do I spell this correctly? Plusea. And Plusea is actually an e-textile tailor. She's willing to share with us skills and all kinds of handicaps and swearing that she actually and time that she lost while doing her projects. So Plusea will really bring us this news. Hello, and thank you. Yeah, thank you to the CCC camp for this opportunity to speak about my work. Before I introduce myself, I think I'd actually like to introduce the materials that I work with. So what is e-textiles? Who here has heard the word before? Elektronische Textilien. Wer hat das schon mal gehört? Bitte meldet euch. So E comes from electronic and textile. E kommt natürlich von Elektronik und Textil ist electronic Textilien. Into textile und die Idee ist natürlich, dass man elektronische Eigenschaften in Textilien integriert. Und um das zu schaffen, with some kind of structures that both conduct electricity but can also be used die Elektrizität leiten können, aber die auch die Eigenschaften von normaler Kleidung oder Textilien haben. Also wir brauchen etwas Äquivalentes zu einem Kabel, aber das ist meistens immer aus Kupfer und das hat andere Eigenschaften als Textilien. And weave them and knit them without kinks and them breaking. Es ist halt schwierig, mit solchen klassischen Materialien zu nähen oder Kleidung zu schaffen, weil die Sachen dann abbrechen. Very strong and can be sewn with a thin layer of metals, so a lot of conductive. E-textile materials are metallic. Die dann metallisch sind und and these coatings on the eignen. Threads, they work better on smooth surfaces. So a lot of these are synthetic Fäden materials. But another way to do it is to kind of almost spin the thread und eine from a combination of like a metal that's not so strong and das Ganze dann mit einem Metall zu kombinieren, das nicht so stark ist. So again, sometimes synthetic fibers or synthetischer Faden ist. Images we just saw, Bildern, die wir gerade gesehen haben, beim Hereinzoomen, und wie wir halt, dass das eine Mischung ist aus verschiedenen Bestandteilen, die dann den eigentlichen Stoff ausmachen. Dann hat man diese Fäden, die man dann zu einem Gewebe machen kann. First produced, woven or knit, and then coated. But einige Sachen werden so produziert, dass man sie zuerst strickt und dann mit einer Schicht überzieht. Aber andere Prozeduren sind ebenfalls möglich. Man kann Veränderungen bemerken, wenn man diese Sachen auseinanderzieht. Wenn man diese Materialien in der Hand hält und auseinanderzieht. Und diese Materialien haben dann klare elektrische Eigenschaften, die wir uns zunutze machen können. Ich habe gerade erwähnt, dass die metallische Schicht erwähnt, die sind dann hochleitende Materialien. Und es gibt dann auch noch Polymerstrukturen, die man verwenden kann, die ebenfalls für uns nützliche Eigenschaften haben. Und wir sehen halt, dass diese Struktur polymerisiert wurde und wenn man es auseinanderzieht, dann sieht man dieses Verhalten des Stoffes und deswegen bleibt dieses Gewebe auch weiß. Und das sind die Materialien, mit denen ich viel arbeite. Und häufig, und auch als ich gerade damit angefangen habe, das alles zu machen, habe ich gedacht, das wären alles Neuheiten. Aber mit der Zeit realisierte ich dann, dass dass das hier alles gar nicht so neu ist, dass das es wurde halt
means. Bis jetzt nicht wirklich für elektronische Kleidung benutzt, aber für Dekorationsstücke wurde es häufig verwendet in der Vergangenheit. So if you wanna, zum Beispiel, wenn man jetzt an die Kampfbands denkt, also die Eintrittsbänder, die könnte man halt auch umwandeln. Und es gab eine deutsche Firma, die sich mit solchen Sachen auch beschäftigt hat. And I wanted to und ich wollte auch zwei Projekte erwähnen, die ich mir angeschaut habe im Hinblick auf die Geschichte von Elektronik und Textilien. Ein Projekt heißt Stitching Walls, also und es ging darum, einen Computer zu schaffen, der gewoben wurde. Und es ging dann halt auch darum, zu beschreiben, wer mit diesen Materialien gearbeitet hat und wofür. Und ein anderes Projekt war ein Buch, Critical Fabulations. Und sie hat dann die Gewebe angeschaut, hat die verwendet worden in der Apollo-Weltraummission und so if you wanted to program a program that was going to run on this wenn man ein Programm schreiben wollte, programmieren wollte, das auf dieser Weltraummission auf, dann musste man das halt hart in diese Struktur dieses Gewebes mit den Magnetperlen einweben. Also diese ganzen Ideen und Techniken sind gar nicht so neu. So those were the materials and a bit about their past. Das sind die Materialien und ein bisschen über ihre Geschichte, ein bisschen über ich selbst, mein Name ist Hannah Penner-Wilson. Kind of maybe becoming an e-textile tailor. Und ich bin über die letzten 13 Jahre ein E-Textile-Schneiderin geworden. Derzeit habe ich auch viel mit Mika Satomi gearbeitet. Und viel der Arbeit, die ich mir zeigen werde, ist auch mit ihr zusammen in der Kobakant-Projekt entstanden. Tailor, you spend a lot of your time. Als ein E-Textile-Schneider spielt man viel Zeit damit, Schaltpläne zu sticken. Das ist eine Spule, die ich auf ein Stück Gewebe sticke. And I think what got me into ursprünglich zu E-Textilen gebracht hat, ist gar nicht so die Technologie. Ich habe Industriedesign studiert und ich hatte einen Kurs über Sensortechnologien machen müssen. Und da wurde gezeigt, wie wir zum Beispiel unsere eigenen Drucksensoren bauen können, indem wir Aluminiumfolie mit etwas Velostat dazwischen bauen können. Und da habe ich erstmal gelernt oder konnte verstehen, was da passiert. Ich konnte verstehen, was an Widerstand passiert. Und ich konnte diese Interface-Elemente anpassen und ich konnte neue Dinge daraus machen. Und ich konnte wissen, dass ich daraus gelernt hatte, dass ich mit Textilien gearbeitet habe, dazu benutzen, elektronische Schaltkreise zu entwickeln. And as I was preparing this talk, als ich diesen Talk vorbereitet habe, begann ich darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein E-Textile-Schneiderin zu sein. Vorher habe ich viel über die Eigenschaften der Materialien gesprochen, dass sie leiten können, dass sie Widerstand haben, dass sie einen Widerstand gegen mechanische Ausdehnung haben. Und ja, was für Fähigkeiten sollte eine E-Textile-Schneiderin haben oder Eigenschaften? Eine Eigenschaft, die gut ist, dass man selbst auch leitend sein sollte. Und ich glaube, ich meine damit, auf der anderen Seite elektrisch leitend zu sein. Interesting, actually, and I think we don't think about it interessant. Enough, wir denken nicht darüber nach sehr häufig, aber unsere Körper leiten auch Elektrizität. Wir haben Wasser und Salz in unserem Inneren. Der Grund, warum wir viele von diesen Sachen mit unserem Körper bearbeiten können, ist, dass wir halt eine Haut mit einem großen Widerstand haben. Und dass, wenn ich also diese ganzen 3 oder 5 Volt Sachen
arbeite, die wären gefährlich, würden gefährliche Ströme verursachen, wenn man nicht diese Haut mit dem großen Widerstand hat. Aber es ist auch wichtig, dass wir Elektrom leiten können. Also das eine Sache. Die anderen beiden Sachen, über die ich dachte, man muss ein bisschen romantisch sein, wenn man mit E-Textilien sein, wenn man so viel Zeit in einem Studio sein will mit irgendwelchen Materialien. Too seriously. Arbeiten will, man sollte sich vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen. So to be romantic and conductive and then also man sollte romantisch sein, elektrisch leitfähig und kritisch. Aware of man sollte sich bewusst sein, vielleicht warum man in der Lage ist zu tun, was man tut. Für mich waren meine Erfahrungen in diesem Feld solche wie ja, kreativer Ausdruck, Ermächtigung. Aber ich habe auch gesehen, dass viele der Dinge, die ich in meiner Arbeit benutze, von Leuten gemacht werden, die nicht so glücklich sind. Die ganze Elektronikindustrie ist auf einigen dieser Ausbeutung von Arbeit und anderen Dingen aufgebaut. So, what I would like to do now, was ich jetzt machen möchte, is to talk about some of these über ein paar von diesen hier, diesen Projekten, über die ich gearbeitet habe in den letzten Jahren reden. But before I do that, aber bevor ich das tue, I want to möchte ich see if I can get these to work. Sehen, ob ich das zum Laufen bekomme. So. Good. Okay. Sieht gut aus. So, let's see. Lass uns sehen. Ja. Ja. Cool. Uh-oh. It's going all the time. Oh nein, es schaltet immer weiter. Okay. So, I was thinking maybe I would. Ich dachte, ich würde vielleicht. Okay, I need to. Adjust these a bit, maybe. Okay. 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 So, I'm going to talk about these the last kind of 17 years of my project work. 10, 13 Jahre meiner Projektarbeit reden, eine Analogie zu einer romantischen, ja vielleicht nicht so einer romantischen Beziehung, aber einer Beziehung. So, wie habe ich diese Materialien kennengelernt? Ich habe sie durch mein erstes Projekt kennengelernt, das ich mit Mika gemacht habe. Unser Gateway in diese Technik war Massage. Wir wollten hier Massage machen. Und ihr wisst, wenn man jemanden fragt, der sie einen massieren, dann sagen sie ja. Massieren einen dann für ein paar Minuten, aber nicht sehr lange. Aber wir hatten dann festgestellt, dass Videospieler sehr viele ähnliche, keine Probleme haben, sehr ähnliche Bewegungen
stundenlang die ähnliche Bewegung mit ihren Spielecontroller machen, um irgendwelche Spiele zu spielen. Und wir dachten, es wäre eine logische Sache, das beides zu kombinieren. Und wir haben Spielecontroller gebaut, die halt dadurch funktionieren, dass man den Rücken von jemand anders massiert. Ihr seht hier, das Video ist leider etwas schmal, aber man sieht man hier, wenn man auf den Rücken massiert. So, also wir wussten, dass wir die Game-Controller auf dem Rücken der Leute haben und wir wollten nichts Hartes da haben. Deshalb haben wir angefangen, uns um E-Textilien zu kümmern, damit wir dieses Interface-Problem lösen können. Und es hat sehr gut funktioniert, als ein Spielecontroller funktioniert. Also die Leute waren sehr motiviert, dieses Spiel zu spielen. Aber als der Empfänger der Message war es nicht die beste Message. And here you can see some. Und hier kann man die Sachen sehen, die wir herausgefunden haben und produziert haben. Am Ende war es ein relativ einfacher Hack. Wir haben den Controller mit dem Gewebe verbunden und damit wussten wir noch nichts über E-Textilien. Und während des Prozesses, als wir die Jacken produziert haben, haben wir auch weitere Materialien und Möglichkeiten gefunden. Hier sind einige Textilsensoren, die wir entwickelt haben für das Projekt. Und das war eine Phase der Beziehung, wo man total verliebt ist und alles ist aufregend und man versucht verschiedene Sachen. So these are little demos of. Und hier sind einige Demonstrationen von Nähsensoren mit making our own touchpads und some capacitive film. Hier einige Kapazitoren und Sensoren. From more these small like sensor explorations into. Und von diesen ganzen Sachen, die wir dann erforscht haben, haben uns verschiedene Projekte angeschaut. Hier habe ich eine Kette entwickelt, also mit diesen Steinen, die dann auf Kontakt Signale senden. Und das ist ein relativ neues Projekt, basierend auf der Idee, dass man ein Druckpad auf dem Arm hat, den man dann nutzen kann, um Prozesse zu steuern. Und dadurch kann man, wenn man sich halt berührt, Sachen steuern. Und links haben wir einen Datenhandschuh, mit dem man die Position der Hand die Hand steuert das System. Das war die Spaßphase, wo wir viel erforscht haben, Sachen ausprobiert haben. Und was man macht, wenn man jemanden getroffen hat und alles wundervoll ist, und dann will man natürlich auch das Ganze anderen Leuten erzählen, und deswegen haben wir es auf unsere Webseite gepackt. Und das Ganze ist dann im Laufe der Jahre gewachsen, und immer wenn wir ein neues Projekt gestartet haben oder irgendwas Neues hatten, haben wir es publiziert. Und wir wollten das online. Und in 2013 haben wir das erste E-Textile Sommercamp organisiert. Das ist jetzt nicht unbedingt so wie das Camp hier, aber es ging halt darum, Leute, die E-Textiles benutzt haben, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich zusammenzutreffen. Und jeder konnte sein eigenes Design einreichen und man konnte mehrere einreichen. Und dann haben wir versucht, die Projekte auszutauschen, und jeder hat dann halt auf den Projekten anderer gearbeitet. Und wenn man sich die Materialien und die Dokumentation online anschaut, dann merkt man, da ist eine ganze Menge Technik oder Methodik, die dahinter steckt. On this
Und hier auf dieser Website kann man dann viele Beispiele davon sehen. Dann ging es in der Beziehung halt weiter. Man kennt sich halt besser, die Aufregung ist schon eher verflogen und wenn man länger zusammenbleiben will, dann muss man sich halt was anderes einfallen lassen. Also das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt, das ich ja zu der Zeit geschaffen habe. Es ist ein Open-Source-Roboter, eine Roboterhaut. Und wir haben versucht, die menschliche Haut nachzubauen. Und für den Roboterarm, wir haben den Roboterarm dann mithilfe von leitbaren und nicht leitbaren Materialien überzogen und damit rumexperimentiert. Und dann gab es halt eine Hautebene, between the rows and columns, die das alles dann verbunden hat. I'm rubbing my leg. No! Okay. So in these videos you see the robot. In diesen Videos seht ihr diesen Roboterarm. Very difficult was to distinguish between the arm itself moving. Relativ schwer war, dazu unterscheiden, ob der Arm selbst sich bewegt oder ob der Arm von einem externen Objekt bewegt wird. Links seht ihr, wie der Arm sich ein bisschen bewegt und rechts, wie ich ihn berühre. Und im Hintergrund seht ihr jeweils eine Druckkarte von der Haut selbst. Das war ein Projekt, das ich als Kommission für jemand anders gemacht habe. Das war auch ein Teil meiner Übungen, wie ich gegen Geld für andere arbeiten kann, sodass ich die Sachen finanzieren kann, die ich ohne Geld machen kann. Dann waren wir relativ tief darin, mit E-Textilien zu arbeiten. Wir kamen zu überlegen, welche Werkzeuge könnten es möglich machen, mit solchen Textilien zu arbeiten. Was wäre zum Beispiel, wenn man den Widerstand nicht nur misst, sondern auch gerade während man strickt oder in diesem Fall häkelt, den Widerstand messen kann. Und hier hat halt der Faden, ist das eine Elektrode, die Nadel die andere. Und das hier ist halt eine kleine Patrone, wo ich diese Nadel reinklippen kann und die hat dieses kleine Display daran und dann kann ich damit häkeln und dabei gleichzeitig den Widerstand messen von dem Gewebe, das ich habe. Das ist halt ein kleines Daumenpotentiometer, so damit ich den Spannungsteiler einstellen kann, sodass ich verschiedene Empfindlichkeiten bekommen kann. Das war ein Werkzeug. Ein anderes Werkzeug, das wir gebaut haben, kam, dass wir dadurch, dass wir realisiert haben, dass wir viel mit optischen Lichtleiter gearbeitet haben und viel mit LEDs, die in verschiedenen Projekten benutzt wurden. Und jedes Mal, wenn wir ein Projekt wie dieses gemacht haben, haben wir eine andere komische Lösung gefunden, um die LED direkt um das Ende von so einem Lichtleiter zu montieren. Und dann dachten wir uns, lass uns irgendeine Lösung zu finden, die wir jedes Mal wieder verwenden könnten. Die beste Lösung, die wir gefunden haben, war diese etwas hummelartigen Anschlüsse. Wir haben die LED in Masse, Data in, Data out und Spannung. Und wir haben tatsächlich den Schaltkreis von der LED entfernt und das dann in diesem Anschluss montiert. Und es war so schnell am Ende, brauchte 10 Minuten, um so eins zu bauen. Und wir überlegten es.
mass manufacturable. Wie könnten wir das so machen, dass wir etwas besser in Stückzahl herstellbar machen? Das hier war ein erster Prototyp, bei dem wir klassische PCB-Techniken benutzt haben. Aber was würde eigentlich passieren, wenn wir die PCB von, also die Platine von der Seite her herstellen? Und dann, was passiert, wenn wir sie also von der Seite herstellen und dann And so it took me a while to wieder auf die Seite und dann translate that haben wir diese Idee wieder. Es hat eine Weile gedauert, um KiCad zu implementieren. Und dann habe ich es gemacht. Und letztes Jahr haben wir den ersten Batch von denen gekriegt. Und überraschenderweise hat diese ersten Prototypen keine Fehler. Es ist auch nur ein sehr kleines Prototyp-Board. Und sie funktionieren. Ich habe tatsächlich ein paar dabei. Also wenn ihr ein paar davon benutzen wollt, ich habe auch ein bisschen Lichtleiter dabei. Eine Idee wäre, einfach einen kleinen Workshop zu machen mit den Armbändern zu machen, die ihr für das Camp bekommt, um den als Controller benutzen für etwas, das wir das Lulu-Board nennen. Und ein paar leuchtende Elemente auf euren Armband zu machen. Und ja, es sieht schön aus und man kann die Farben in der nämlich Lichtleiter mischen, wenn man an beiden Enden einen hat. Okay, so coming back to this relationship analogy, we wenn wir zu dieser Beziehungsanalogie zurückkommen, wir waren jetzt in dem Status, wo wir ein paar Werkzeuge gemacht haben, um den Status aufrechtzuerhalten und um an einander wiederholenden Aspekten in der Beziehung zu arbeiten. Should be a video. Und das sollte ein Video sein. Oh well, there was da war. Then came a point. Dann kam ein Punkt, a bit disillusioned, wo wir ein bisschen desillusioniert wurden. The ride with e-textiles. Die Straße, der Weg wurde etwas uneben. Wir wurden uns mehr bewusst, dass die Dinge, die wir in so einem kleinen Rahmen designen, in diesem Kunstkontext, fingen tatsächlich an, ihren Weg in die Welt hinaus zu machen. Und tragbare Technologie wurde etwas, das nicht mehr so weit weg und futuristisch war, sondern Unternehmen versuchten wirklich auf einer größeren Rahmen so etwas herzustellen. Wir haben gar nicht so drüber nachgedacht, was passiert, wenn diese Materialien in die Welt hinausgeht. Welche Effekte werden sie auf die Umwelt haben? Welche Mittel werden wir vielleicht haben, um zum Beispiel mehr eine Kreislaufwirtschaft mit ihnen zu haben? Deshalb haben Mika und ich 2012 uns selbst den Auftrag geben, also einen fiktionalen Auftrag erteilt, in der Zukunft einen Morgenmantel zu machen. Und das war das erste Projekt, wo wir darüber nachgedacht haben, was ist die Zukunft des Handwerks, aber auch die Zukunft, wie diese Materialien mit diesen Materialien in der Welt sein könnte. Zu dieser Zeit wussten wir nicht, dass 6 Jahre später open a tailor shop. Tatsächlich einen Schneiderladen öffnen würden, um eine tatsächlich einmal auszuprobieren, was es bedeutet, wenn Technologie etwas ist, was tatsächlich handwerklich hergestellt wird, anstatt was nur in den Laden geht, um es zu kaufen. Deshalb hatten wir halt jetzt 2017/18 tatsächlich diesen Schneiderladen in Berlin im Görlitzer Park. Es waren zwei größere Räume, einer mehr Showroom und Ausstellung, und was konnte gucken, was gibt es, was sind die Materialien. Und ein anderer Raum, das war die Werkzeit, wo wir gearbeitet haben, um diese Dinge zu realisieren, die Leute von uns bestellt haben. Ja. So this is a bit of what it was like. Das ist ein bisschen, wie es in der Werkstatt ausgesehen hat. We had a price list. Wir hatten eine Preisliste. Not based on any realistic. Die nicht auf irgendwelchen realistischen Wertaustausch basiert war. Wir wollten nicht
dass es darum geht, kann ich mir das leisten, sondern wir wollten wissen, was für Ideen sind möglich. Also wir kriegen tatsächlich eine Unterstützung, um unsere Arbeitszeit in dem Projekt zu haben. Und die Preisliste war mehr symbolisch, um einen Austausch zu haben und einen Teil der Materialien abzudecken, die wir benutzt haben. Insgesamt waren wir ein ganzes Jahr offen und in dem Jahr sind 14 Leute zu uns gekommen und sie hatten Ideen für Dinge, die sie haben wollten. Und wir haben sie umgesetzt und das sind nur ein paar davon. Und von diesen 14 Leuten wollten einige etwas haben, das ihren Körper spürt und das hell wird. Ich möchte ein paar dieser Kommissionen etwas detaillierter machen. Das hier ist Boris, der spielt Posaune in einer Straßenband. Und in der Band haben sie angefangen, LED-Lichter zu ihren Instrumenten hinzuzufügen. Und als er an unserem Laden vorbeigegangen ist, hat er diese Verbindung gemacht, dass er gerne ein Kostüm für sich haben, dass er in seiner Straßenband tragen müsste. Und dann haben wir angefangen, Entwürfe zu machen. Was könnte dieses Kostüm sein? Anforderungen. Welche Anforderungen gibt es dafür? Wie tragbar muss es sein? Wie robust muss es sein? Und am Ende haben wir uns für eine Art asymmetrische Weste entschieden. Und von dieser Entscheidung, die auf den Skizzen basierte, haben wir ein billigen Prototyp aus einem billigen Gewebe gemacht, das wir als Prototyp benutzen können. Und parallel dazu haben wir die Elektronikteile entwickelt, was in diesem Fall ein LED-Streifen war. Wir haben im Prinzip unsere eigenen Streifen gemacht, wo wir die Abstände einstellen und dann haben wir diesen Streifen in einem Schlangenmuster verlegt, sodass es nicht direkt nach vorne scheint, sondern so seitlich aus kleinen Falten heraus scheint. Irgendwann brachte uns jemand einen alten Straßenarbeiterkragen aus diesem orangen Material. Und wir haben beschlossen, möglichst viel von der Weste aus diesem Hülle zu machen. Und darunter trug er ein Korsett mit einem Sensor. Und wenn er einatmet, wird die Weste heller. Und wenn er ausatmet, um die Posaune zu spielen, wird das Licht dunkler. Das hier war eine der letzten Anproben mit Ben, der uns mit dem Muster geholfen haben. Und wir haben es an Boris anprobiert. Und das war der erste Sound. Könnt ihr ihn? But yeah, he's playing the trombone. Er spielt die Posaune. And you can see the lights. Und ihr könnt die sehen, wie die Lichter an- und ausgehen. Wenn es möglich ist, Sound zu kriegen, wäre es schön, wäre es super, wenn ihr den ankriegen könntet. It's okay. Sorry. Okay, ja, es ist okay. Vielen Dank. Okay, so now I presented quite a few. Und nun habe ich einige Projekte vorgestellt. Und für mich als elektronischer Schneider bedeutet es halt, viel diese Sachen halt mit der Welt zu teilen. Und ich habe mir auch mehr darüber Gedanken gemacht, was eigentlich bei diesem Prozess, das alles zu entwickeln, was das eigentlich bedeutet, was die Beziehung zwischen mir und den Materialien angeht, mit denen ich arbeite. Und dieses Gefühl entwickelt sich immer weiter und es wurde halt, dass die Materialien mir etwas mitteilen wollten. In diesem Jahr habe ich mich entschieden, Regel Nummer 8 nicht mehr zu befolgen. Daher habe ich mich einen Monat damit beschäftigt, ein neues Material zu ausprobieren. Und
dieses Material kann mit den Pigmenten Veränderungen zeigen und ich wollte es auch mit anderen Materialien kombinieren und erforschen und ich habe dabei auch viele Notizen gemacht, als ich das alles erforscht habe und am Ende bin ich wieder an den Anfang gegangen und habe mir nochmal alles angeschaut und habe dann auch ein Zeitraffer-Video erstellt von dem, was ich gemacht habe. Und ich denke, dabei habe ich vier Dinge bemerkt. Und diese vier Dinge tauchen halt immer wieder auf. Das erste war, dass ich die Materialien deutlich mehr weiterverfolgt habe, als ursprünglich gedacht. Und es war halt wichtig, dass ich ja wirklich darauf gehört habe, wofür die Materialien gut sind, was meine Erfahrungen sind mit ihnen. Und wenn ich mich mit diesen halt sehr intensiv auseinandersetze, dass ich das halt wirklich sehr stark beobachte und verinnerliche. Und das Zweite war, dass die Sachen, die ich dann I'm really not very skilled at actually transitioning between okay, ich muss thinking about things that I want to do and actually making them. I spend a lot of time just sitting around. Das Dritte war, dass ich eigentlich gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, was ich, wie ich mit den Sachen gearbeitet habe, sondern ich habe es einfach herumprobiert und ich hatte dann immer neue Ideen gehabt, aber ich war mir nicht sicher, wie ich sie umsetzen sollte. Und also first thing was that I'm following the materials a lot of the time. Das erste war, dass ich den Materialien viel nachverfolgt habe. Das zweite war, dass die Geschichten, die ich mit den Materialien erzählt habe, dass die von den Materialien kamen. Und das dritte war, dass ich nicht so gelernt darin war, mit den Materialien und ihren Eigenschaften mitzugehen. Und das vierte bezog sich auf die Community und alluring, like und es kann halt in diesem Zusammenhang sehr verführend sein, dass man sehr verloren damit ist, wenn man auf diesen Projekten arbeitet. Und man möchte dann natürlich auch anderen Leuten erzählen, das, was man macht, dass es Sinn ergibt. Und dann möchte man natürlich eine Verbindung zurückhaben zu der Realität, in der man ist. Und nachdem ich diese vier Dinge bemerkt habe, habe ich ein neues Projekt, habe ich mehrere Projekte gemacht und ein Projekt stand dabei besonders hervor. Und ich habe da diesen dieses Geschäft gefunden, wo man Zugang zu diesen ganzen Werkzeugen hatte. Und das war in San Francisco und es war ein sehr beeindruckender Raum, wo man viele Möglichkeiten hatte und auch I spent time learning to 3D model. Ich habe dann gelernt, 3D-Modelle zu erstellen und dann für diese Maschinen halt Cutters auch für Projekte zu nutzen und Sachen zu schaffen and cut off small slices und kleine Scheiben abzuschneiden. 3D printed speaker coils. Ich habe 3D-Druck gemacht für Lautsprecherwindungen. I used the Shopbot, which is a big CNC mill. Ich habe den Shopbot benutzt, um diese Ringe zu schaffen. But all this time that I was working with these machines, aber die ganze Zeit, als ich mit diesen Maschinen gearbeitet habe, habe ich bemerkt, dass really missing this more hands-on encounter with the dieses working with my hands, das Handwerk, das Arbeiten mit meinen eigenen Händen gefehlt hat. It's a nice sewing table, and on the sewing table there's a box with just wenn man einen Nähtisch hat, hat man zum Beispiel playing with these pins, and I would
poke them. Ja, und ich spielte dann halt mit diesen Nadeln und ich habe sie durch Materialien gestochen. This is from the encyclopedia. Das hier ist von der Enzyklopädie. Adam Smith, who analyzed the Adam Smith, der die Prozesse bei der Arbeitsteilung untersucht hat, hat eine Nadelfabrik als Beispiel genommen, worauf er seine Analyse basiert hat. Und ich guckte an diese Nadeln, diese minimalistischen, aber auch sehr wunderschöne Repräsentationen von dem, was ein Werkzeug ist. Eine Nadel hat ein spitzes Ende, das für das Material bestimmt ist, und ein anderes Ende, das ist nicht spitz ist, das für den Macher bestimmt ist. Und all diese anderen Werkzeuge, mit denen ich gearbeitet habe, auch wenn ich an einem Computer gesessen habe und komplexe Software benutzt habe, um ein CNC-Fräse zu benutzen, um in ein Holz zu fräsen. Das ist alles Werkzeuge. Und das hier ist eine dieser Experimente, damit die Nadel als ein Material zu benutzen und nicht nur als ein Werkzeug. No, okay. I have to hurry up a bit too. My time is running. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Meine Zeit wird etwas knapp. Now I have to click through all of them. Jetzt muss ich durch alle durchklicken. I even started thinking about, yeah, what happens if the pin flips around. Ich habe darüber nachgedacht, was passiert, wenn die Nadel sich umdreht und auf mich zeigt. Und dann fing ich an. Coming up with this idea for like a dangerous Idee, eine gefährliche Haut, diese 3D gedruckte Struktur mit Nadeln, die alle in den Körper pieksen. Oh nein. But then, aber dann something happened. Passierte etwas. Ich war einen Morgen im Studio. Es war früh und ich hatte es eilig und ich hatte dieses Nadelkissen um meinen Arm und ich habe bloß meinen Sweater ausgezogen und über dieses Nadelkissen und eine von den Nadeln ging in meine Hand. Okay. So it stayed in my hand for quite some time because it took me a while to get an appointment to actually do the operation to take it out in meiner Hand, weil ich eine Weile gebraucht habe, um Termin zu bekommen, um diese Nadel wieder rausoperieren zu können. Weil dieser ganze Prozess brachte da mich darüber nach zu denken, was ist eigentlich passiert? Ist nur die Nadel umgedreht und ist in die falsche Richtung gegangen? Oder war es mehr, dass ich und die Nadel den Platz getauscht haben? Und ich bin nur ein Material, für mich die ganze Zeit über diesen Unterschied zum Material und Macher rede. Ja, vielleicht funktioniert es so. So they did manage to cut the pin out. So, also sie haben es geschafft, die Nadel rauszuschneiden. I did go back and have more X-rays taken afterwards, and it looks like the pin is still in there. And ich bin später nochmal hingegangen und habe neue X-rays. Das die Röntgenaufnahme so aus, als wenn die Nadel immer noch drin wäre und sich vermehrt hätte. So this last. So. Diese letzte. Wow. Great, Hannah, thank you for your. Großartig. Vielen Dank, Hannah, für deinen fantastischen Vortrag. It's still there. Und ja, ich sehe, es ist tatsächlich immer noch da. Es tut mir leid. Wir haben noch einige Minuten für Fragen. Es gibt hier einige Mikrofone. Bitte stellt euch an. It's really still there. Und ja, ich sehe immer noch, dass der Nagel da drin ist. Willst du uns erklären, wie das Ganze funktioniert? Und ich weiß selber nicht, wie es funktioniert. Also. Okay.
Yeah. No, it's a nice question. So ja, das war eine nette Frage. I was putting on the leggings you saw in the background, there was a video playing that was actually the process of Hosen angezogen habe. Und am Anfang habt ihr gesehen ein Video, wo ich etwas gemacht habe. Das war tatsächlich der Prozess, wie ich diese Leggings gemacht habe. Ich habe mit ein paar Freunden über einen Prozess gemacht, gearbeitet, um unser eigenes Gewebe zu polymerisieren. Also alles, was ihr hier seht, was schwarz ist, das ist leitfähig. Und je mehr man es zusammendrückt, desto leitfähiger wird es. Und wir sind auch ein bisschen dabei herauszufinden, woran das liegt. Liegt es daran, dass der polymerisierte Layer zusammengedrückt wird oder weil die polymerisierten Faser eher zusammengedrückt werden. Aber was wirklich nett war, was wir herausgestellt haben, dass dieser Polymerisierungsprozess funktioniert, um etwas zu färben. Und man kann zum Beispiel hier überall dünne Fäden rummachen und überall, wo ihr etwas Helles sieht, da war ein Faden drum, wo dann die Farbe nicht in den Stoff gekommen ist. Skin-colored. Und wenn ihr seht, hier unter diesen Leggings trage ich ein paar sehr hübsche fleischfarbene Leggings, in die leitfähige Fäden eingewebt sind. Und das sind tatsächlich die Elektroden, über die wir diese Widerstandsänderungen messen können. Someone else with a question. Okay, nächste Frage. Vielen Dank, das ist doch echt toll, nicht wahr? Were you planning to do a workshop, you said? Hast du vor, einen Workshop anzubieten? Ja, tatsächlich, zusammen mit Julian möchte ich What's the name of the Badge Tent? In dem Badge Tent wird es einen Workshop geben. We don't know yet. We will announce but it on we will Twitter. Announce it on Twitter and Mastodon. Wir wissen auch nicht genau wann, wir werden es auf Twitter und okay. Mastodon ankündigen über das Badge-Account und es wird wenigstens ein Workshop geben, wie man leitfähige Fäden in das Armband des der Badge einnäht. No. Okay. Andere Fragen? Are there in the audience out? Weitere Fragen aus dem Publikum? Yes. To the left. Yeah. Here links. Someone. Sorry. Yeah. Do you have any e-textile clothing that you're wearing in your everyday life? Trägst du e-textile Sachen im Alltag? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt alles ein erster Schritt für eine Antwort ist nein. Also ist das eher ein Kunstprojekt? Aber es ist nicht, weil ich es nicht möchte, sondern mehr, dass ich Probleme habe, Dinge, die ich in meinem Leben tatsächlich brauche. Und sie dann auch so gut zu machen, dass ich sie im Alltag benutzen kann. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mir Fahrradlichter gemacht habe, aber die haben einfach nicht lange genug gehalten. Okay, eine Frage aus dem Internet. Yes. Do you think that wearable like electronics will always have to be made for one person? Denkst du, dass elektronische Kleidung immer für eine Person im Speziellen gemacht wird oder kann man sowas vielleicht massenproduzieren? I definitely think it's scalable. Ich denke sicherlich, dass es skalierbar ist. Aber mein Interesse in diesem handwerklichen geschneiderten Ding ist, weil ich einfach mehr sehe, dass sich die Industrie bereits damit darum kümmert, wie man etwas machen kann, das für viele benutzbar ist, aber niemand darum, der sich um die Sachen kümmert, die halt handwerklich gemacht sind für einzelne Benutzer. Also, wenn ihr eine Idee habt, die ihr haben wollt und ihr geht nicht zum Mediamarkt und kauft, sondern es ist eine Idee, die ihr umsetzen lassen müsst. Okay, natürlich, vielen Dank. Hier ist noch eine Frage. One last question. Okay, letzte Frage. Please hurry up. So, you mentioned the future of the individual garments, and that gets me wondering. Die Zukunft der individuellen oder einzelnen Muster erwähnt. Was können wir machen, damit das Ganze nicht nur zu E-Waste wird, also zu elektronischem Abfall? I think it's bound up. Eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist the whole fashion textile industry itself. Die gleiche Frage wie der gesamten Mode- und Textilienindustrie damit umgeht, also, wie Leute Textilien
kaufen und wegwerfen und genauso auch Elektronikschrott und E-Waste. Wir müssen die Produzenten verantwortlicher machen für die Dinge, die sie in die Welt hinauslassen. Wir müssen die Dinge mehr reparierbar machen und auch, dass Leute gewillt sind, sie selbst zu reparieren. Ich denke, die Lösungen, die ich gehört habe, gehen in diese Richtung. Nicht darüber dichten, wie können wir es machen, dass wir es hinterher trennen können und einzeln recyceln können, sondern auch, dass das Produkt selber ein längeres Lebensdauer hat, dass wir nicht weg von dieser Idee kommen, etwas zu kaufen und nur für kurze Zeit zu benutzen, dass man etwas hat, das man für längere Zeit benutzt und auch selbst reparieren kann. Last question, I give you. Okay, jetzt wirklich die letzte Frage. Do you also have some clothes for hast du auch Kleidung, um dich gegen Überwachung zu schützen? But ich habe es nicht, nein. Could be very interesting to. Das könnte interessant sein. Masks are im Allgemeinen Masken sind für Überwachung schwierig. Maske ist ein Wearable für das Gesicht. Ich habe ein paar Masken gemacht, nicht für Anti-Überwachungszwecke, aber I'm also part of the program committee. There's a talk by Adam Harvey on Friday. Es gibt einen Talk am Freitag zu genau diesem Thema. Also falls euch da mehr interessiert, also Abwehr von Gesichtserkennung, hört euch den Talk am Freitag an. Give a warm applause. Okay, cool, vielen Dank. Einen großen Applaus für unseren Speaker. Applaus. Okay, cool. Check out Mastodon or Twitter for. Und schaut euch bitte bei Twitter und Mastodon um in Bezug auf den Workshop. Thanks, guys. Vielen Dank.